Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Booster und wir spielen eine Runde Lords of the Fallen und wir sind ja, danke nochmal, God bless, letzte Folge endlich im New Game Plus 2 angelangt. Ich habe jetzt nach der Aufnahme, wie schon angedeutet, ein bisschen rumgeschaut, welche Optionen haben wir und ich würde ja gerne diese Waffe nutzen, diese Armbrust. Ich finde, die schaut einfach geil aus. Wir könnten theoretisch hier bei ihr bei Peter einmal umskillen, sogar zweimal. Wir haben zweimal hier diese Larve oder was das ist. Mein Problem ist, nachdem ich hier ein bisschen rumgeeiert bin, ist mir ja aufgefallen, wir haben ja hier nichts oder hier eine Gerlinde. Das ist hier neu. Okay. Auf jeden Fall, Gerlinde fehlt. Das heißt, wir können keine Waffen aufwerten. Und das beinhaltet natürlich auch die Möglichkeit, die Armbrust aktuell aufzuwerten. Das habe ich überhaupt nicht gedacht, aber ja, gut. Ist halt nicht aufgewertet. Wir haben da nichts investiert weiter rein. Ja. Und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut und es gibt schon einen geilen Bild, den ich auch bis auf ein Item bauen könnte. Einmal hier dieser Anhänger. Dass wir beim Ausweichen wenn wir ausweichen, automatisch nachladen, das wäre ganz geil. Wir haben dann hier auch sogar die Ringe für Fernkampfschaden, erhöhten Schaden. Welche waren das? Schaden. Oder war das der? Ah nein, der. Aber den habe ich jetzt nur einmal, oder? Habe ich mich da jetzt verschaut? Scheinbar habe ich den nur einmal. Okay. Auf jeden Fall das viel Wichtigere. Das ist immer so eine Sache, ne? Aber ich bräuchte auf jeden Fall noch ein Auge. Hier so ein Auge, so ein Umbral-Auge. Und mein Problem ist jetzt, dieses Auge, was ich da gebrauchen könnte, das gibt es vor der Arena vom den zweiten Monarchen. Das heißt, wir müssen einmal das Spiel fast komplett durchspielen, um das Auge zu bekommen. Und zwar ist das das Umbral-Auge von Lydia, der verhungerten Hexe. Damit würden wir, wenn wir keine Munition mehr haben, weil hier pack mal das Ding. Wenn wir hier Fernkampfwaffen nutzen, wenn jetzt Fernkampfwaffe wechseln. Ach so, ja genau, hier. Wenn wir auf Fernkampf wechseln, dann haben wir keinen Mana-Balken, sondern so einen Munitionsbalken. Und wenn der leer ist, muss man halt Munitionstaschen konsumieren, dann füllt man wieder langsam Munition auf. Aber mit dem Auge, mit dem Umbral-Auge von Lydia, der verhungerten Hexe, wäre das möglich, wenn wir nachladen. Quasi durch Ausweichen laden wir nach und dann verschießen wir quasi die Pfeile. Und wenn wir keine Munition haben, würden wir über das Auge trotzdem Munition nachladen. Wir verbrauchen dann zwar das reguläre Leben, aber brüchige Leben bleibt dann übrig. Und wenn man dann auf den Gegner schießt, dann kriegt man ja wieder brüchiges Leben zurück und somit würden wir dann immer wieder Leben zurückbekommen. Da ich jetzt aber das gesehen habe, wo das Auge ist und ich bin jetzt im zweiten Durchgang zweimal dran vorbeigelaufen, ohne dass wir das erreicht haben, würde ich das jetzt einfach mal in die Community einfach an euch stellen, wer so ein Auge übrig hat. Also er muss jetzt nicht extra das abfarmen oder so, sondern wer da so ein Auge übrig hat, wer da schon zweimal war. Und man kann ja dann nur einmal das Auge ja sowieso nur selber verwenden. Wer quasi so ein Auge von der Lydia, der verhungerten Hexe, übrig hat, würde ich mich freuen. Wir machen dann kurze Connection, gerne auch über ein Discord treffen wir uns oder so. Einfach in die Videobeschreibung schauen. Ansonsten ja auch die Videobeschreibung unter dem Video. Einfach ja einen Kommentar hinterlassen. Ich würde euch dann anschreiben. Es wäre halt cool, weil da müsste ich jetzt nicht das ganze Spiel nochmal durchlaufen, nur für das eine Auge. Und man kann den Bild natürlich auch ohne dem Auge spielen. Es ist halt dann eine Quality-of-Life-Geschichte.
Und da wir ja jetzt eh noch nicht Gerlinde haben und somit das Umskillen wenig bis gar keinen Sinn macht aktuell, weil ja, es bringt ja nichts, dann Level 1 Waffen anzuziehen, weil wir nichts leveln können. Und ich würde das einfach in die Community oder in euch, an euch ja bitten, wenn wer da so ein zweites Auge übrig hat, wenn wir das so irgendwie geben könnten oder tauschen könnten von mir aus. Ich weiß gar nicht, tauschen, ob das möglich ist. Aber es ist ja möglich, wenn man, glaube ich, in einer Gruppe ist. Dann, ich weiß gar nicht, ob das dann, wenn man das, ja, das würde ich dann rausbekommen. Es kann auch sein, dass es natürlich, wenn man dann hier so eine private Gruppe macht, privat spielt und dann so ein Item droppen möchte, dass das vielleicht nicht geht, weil man das nicht gemeinsam gefunden hat. Das kann sein, aber wie gesagt, ich würde mal den Versuch anstreben, da wir ja sowieso jetzt erstmal weiter progressen müssen, Gerlinde finden und dann weiterschauen. Und das sind ja dann auch nochmal ein paar Folgen, bis wir soweit sind. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, das Auge zu bekommen von einem über euch, über die Community quasi. Das wäre ganz cool. Okay. Das wäre ganz cool, wenn wir das irgendwie so machen könnten. Wenn das natürlich nicht klappt aus Gründen, dann ist das für mich auch fein. Ich würde dann auch erstmal so weiterspielen. Vielleicht machen wir auch ein anderes Bild, wo ich vielleicht nicht noch ein Item irgendwie brauche oder so, sondern ich werde mir das anschauen. Wir werden jetzt erst, so mein Gedanke ist jetzt erstmal, dass wir hier das Spiel progressen weiter im New Game Plus 2. Ich habe hier am Anfang die Dings gar nicht aktiviert, am Ende der Folge hier den Überreste, das habe ich nachgeholt, habe dann hier schon ein bisschen rumgeeiert. Ich glaube, der ist jetzt hier hinten, ja, der ist hier hinten. Und wenn das Spiel ein bisschen progressen und dann einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Vielleicht kriege ich ja das Auge und dann würde ich den Bild mal umbauen. Den Dings hatte ich, aber kann ich trotzdem nicht abgeben, ne? Sehr interessant. Den Rosenkranz, den einen. Da habe ich den nicht mehr. Was ein bisschen schade ist, dass man... Doch, den habe ich noch. Ja. Was ein bisschen komisch ist, dass dadurch, dass ich in der letzten Folge ja relativ schnell das Ende mir dann angeschaut habe und mir dann nicht mehr die Bosswaffen geholt habe, habe ich jetzt das Problem, dass die Andenken weg sind, was ich ein bisschen schade finde. Und ja, wir jetzt zum Beispiel gar nicht wissen, was die Elina für Bossgear getroppt hätte, theoretisch. That's it, isn't it? Not a useless like the one I saw that I've learned a little about that lamp and the awful I hope you recognize in truth. Of course, some people are born into my name, but far more than that, as proven by my family. That's right, who defy only to be betrayed. So you'll understand why, Lennon, give me the lamp, no? It's sad. I hope you see sense. My offer stand, after all. My offer stand, after all. Okay, wiederholt sich. Ja, wie gesagt, na, wenn ich das Auge bekomme, was ganz cool wäre, dann könnten wir mal umbauen den Bild, einfach das ausprobieren. Und wirkte schon sehr, sehr nett oder sehr geil, der Bild. Würde ich gerne ausprobieren. Ansonsten machen wir jetzt hier erstmal weiter und dann schauen wir mal. Vielleicht bauen wir auch den Bild komplett in etwas anderes um. Ich würde auch, glaube ich, einfach zum... Das war natürlich richtig klug. Ich würde auch gerne wieder so ein Community-Ding mal reinschieben, noch mal zwischendurch wieder, wo wir einfach irgendwen
irgendwelchen Leuten einfach so helfen in der Community, wo wir unsere Dienste quasi wieder anbieten und dann hoffentlich den ein oder anderen Boss oder was auch immer ansteht, erledigen. War doch noch was, ne? Aber das hatte ich zum Beispiel auch nicht mehr am Schirm, dass dann, wenn man dann einen neuen Run macht, dass die Andenken dann weg sind und dass man dann gar keinen Zugriff mehr auf diese Items hat, weil man hat ja irgendwie gefühlt nur eine begrenzte Anzahl von diesen Resten, diesen Umbralresten, um Waffen überhaupt herstellen zu können. Also du kannst jetzt nicht alles pro Run den komplettes Gear herstellen, sondern du kannst halt immer nur, vielleicht kann man das sogar farmen, diese Reste. Dich will ich eigentlich haben. Ach, sollte vielleicht wieder hier den unseren Cut reinhauen. Most blessed representatives of the Holy Judge Cleric. So, das aktivieren wir schon mal. And on your feet. Hier unten war doch noch wer, ne? Ach. Faith in her and her divine works is boundless. Pray it is, for our immaculate lady's light will lay bare the truth, and in radiance there is judgment. Okay, das ist halt echt jedes Mal hier ein NPC-Invade. Ne? Wieder hier wäre in der Nähe, oder was? Warum kann ich nicht zurück? Na jetzt. Wo ist er denn? Kommt der nicht? Aber stand doch, dass wieder ein Blutritual stattfindet, oder nicht? Frag mich nur, von wo der kommt. Theoretisch müsste der doch da von da drinnen kommen, oder nicht? Da ist er. Och nee.
Es ist so geil, ne? Dass ich jetzt doppelten Gegner habe. Ach komm. Ach, geh bitte. Natürlich. Dass ich den nicht treffe. Ach ja. Obwohl ich da mehrmals neben ihm gestanden bin und getroffen habe, hat er keinen Schaden bekommen. Rest in peace. Ach, bitte. Oben liegen meine Sachen.
Jetzt die Frage, machen wir zuerst... Ich glaube, wir laufen hier rüber erstmal. Was brauchen wir zuerst? Kraftmotte, geil. Auch sonst haben wir alles. So, das. So, wieder zurück nach Axiom. Ich weiß jetzt nicht, ob hier noch was war. Hier war auf jeden Fall noch, ja, hier war noch so ein Loot. Ich glaube, den Loot da drüben haben wir. Machen wir zuerst den Rückweg, weil den Speicherpunkt hätten wir, ja. Weiß jetzt nicht, ob hier oben noch was war. Schauen wir nochmal kurz nach. Ja. Hier war irgendwo der Lift, ne? Genau, hier war der Lift. Den haben wir halt nicht freigemacht im zweiten Gang, im Durchgang haben wir auch nicht gebraucht, wenn man ehrlich ist, ne? Hier waren auf jeden Fall auch noch irgendwie Dudes. Weiß halt nicht, ah, hier. Hier war... Den erwischt man nicht. Oder kam da noch von irgendwo wer, oder? Okay, das haben wir. Erstmal hier aufräumen. Doch noch, ja, da ist er. Ich dachte, der kam erst hinter dieser Barriere, war aber schon da. Unangenehm.
Das ist ein Beet oder warum setzt er sich genau an die Kante vor? Ich sehe ihn hier. Ich glaube, das war's. Ich glaube, da hinten lag, glaube ich, noch einmal Loot irgendwie. Und dann geht's schon rauf mit dem Lift. Ja, genau. Und dann können wir quasi hinten den ersten Shortcut vom Dings freimachen. Von Himmelrast. Was hier? Nee, du warst nicht. Genau, hier ist der Shortcut, den ich gerne aufmachen wollen würde. Dafür brauchen wir den Schlüssel und der Schlüssel liegt da hinten. Also nicht in dieser Welt, sondern in Umbral. Weil wenn man hier steht, sieht man das dann. Hier ist eine Brücke und da an dieser Statue finden wir den Schlüssel. Das heißt, wir können... das schon mal aktivieren. Divine dear, witness this offering I make to you. Nochmal, ich glaube, ich konnte hier auch runter. Ne? Dann einmal da ziehen, bitte. Musste man springen? Nein, ich glaube nicht. Erstmal den Schlüssel necken. Ja, 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 ja. Hier sind zwei Reaper. Natürlich sind beide da. Ach, wie frech. Wirklich wie frech, Alter. Jetzt ist die Frage, wir haben ja den Schlüssel, deswegen habe ich ja den Schlüssel. Kann ich das jetzt von der anderen Seite aufmachen? Das ist nicht hier gewesen. Weil unsere Sachen liegen echt weit weg. Ich habe zwar den Schlüssel, aber kann ich das aufmachen? Ja, kann ich. Okay. Das heißt, sind näher an unseren Sachen dran. Drüben liegen unsere Sachen. Ich glaube, ich würde erstmal hier aufmachen.
Noch eine Kiste, genau. Wie geht's hoch? Da oben ist die Gefangene oder gequälter Häftling und noch so eine Erinnerung. So, mal ist die bitte. Ja, ich will die Tür aufmachen, weil ich glaube, die kann ich nur von der Seite aufmachen. Dann haben wir jetzt hier das offen und die Erinnerungen holen wir uns ein bisschen später. Ich würde zuerst unsere Sachen zurückholen, unsere, ja, unsere Kraft einsammeln. Okay, da drüben liegen sie. Ich glaube, ich werde das so machen. Hier runterfallen lassen. Dann können wir wechseln. Ach, bitte wechsle. Ich weiß halt nicht, ob hier auch ein Reaper war oder ob das die zwei von da drüben waren. Hey, bitte. Ich glaube, das war's schon, was wir hier machen können. Weil jetzt heißt hier rüber. Ja, ja. So. So, einer ist schon mal weg. Kommt noch der andere. Eier gerade hier unten rum irgendwo. Ach, komm doch raus. So, wir schauen jetzt hier nochmal hier hoch. Ah, genau, hier war der Shortcut quasi für uns jetzt. Heißt, wir könnten hier rein, dann sind wir auch schneller hinten. Und dann können wir mit diesem, ja, mit diesem, ja, NPC ist er, oder? Eher eine Erinnerung, würde ich sagen. Quatschen. Wir haben jetzt hier quasi den Shortcut frei. Weil selbst mit Schlüssel kommt man von der Seite nicht hin, ne? Hier drüben war, glaube ich, noch irgendwie Loot oder irgendwie so, ne? Nur Kraftcontainer sind hier. Okay. Weil hier würden wir dann, ja, hier würden wir dann zurückkommen. Oh. Kurzer Wurf, ja. Eine Leiter. Ja, hier ist der Dude. Und hier kommen wir auch zurück. Hier kommen wir auch zurück in die Himmelrast. Hier oben stand der Ape. Und dann passt das wieder.
Ja, hier steht er. Heißt, wir können uns dann hinsetzen, wieder zurück nach Axiom und dann weiter im Text. Charakter aufwerten. Ich würde gern wissen, ob es 100 oder 99 gibt, ne? So, Teleport. Und zwar, nee, dahin. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier das schon mal. Hier treffen wir auch das erste Mal Damaros, aber diesmal ist Damaros für uns nicht so wichtig, da wir zwar ihre Quest irgendwie machen werden, weil die am Weg liegt, sage ich jetzt mal, aber es wird jetzt nicht unser Primärziel sein, ihre Quest quasi perfekt zu vollenden. Glaube ich hier. Das war so. Okay, okay. Wir machen erst das. Damit ich hier das bekomme. Dann kommt man eh nicht zurück. Dann können wir resetten. Erstmal. Ah, brauchen wir gar nicht. Stimmt, wir waren ja gar nicht in Umbral. Balken. Hier waren wir. Achso. Na? Ach, gut. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unten noch zurückkommen oder ob das nicht geht. Oder ob wir erstmal resetten müssen. Ich glaube, wir mussten resetten. Na komm. Sicher ist sicher. Dass man da dann nicht vorbeispringen kann, ne? Will auch nicht. Ja, ich will jetzt nicht zum Boss rein, schon in der ersten, also wenn wir in der zweiten Phase sind. Ich glaube, das wäre nicht so geil. Hier runter. Und hier sieht man dann Damaros das erste Mal. Quatschen wir mal mit ihr. Welcome comes behind the edge of a sentinel's blade. More often than not, it makes me, I suppose, in the threat of death. Ah, und, you know, not now. It, I know they don't. There's salvation here, but you won't. There's salvation, but you won't. Okay, wiederholt sich. So, den Loot haben wir ja schon geholt hier. Deswegen brauchen wir hier nicht mehr raus. Geht nur noch runter. So, hier einmal Bonk.
geht es darum, die zwei hier zu banken. Ah ja, genau. Einmal kurz anpiesacken. Dass sie hier hochkommt. Da unten ist irgendwie ein Wurm und da unten kriegt sie auch keinen Schaden. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. So, erste Phase. Kommt sie hier mit ihrem Shit, glaube ich, um die Ecke. Ja. Okay, sie ist gebrochen. Wow. Geil. War hier noch irgendwie... Ja, hier war noch Loot, genau. Okay, das war mal eine... Das war mal eine geile Rotation. Dass wir sie echt so aus dem Leben gehauen haben. Crazy. So, und hier... Genau, hier ist der komische Wurm. Quintessenz, nice. Halt ein bisschen schade, ne? Man kriegt jetzt so viele Quintessenzen, die wir nicht mehr verwerten können. Dann geht's hier schon raus zum Dings, ne? Zum Pilger. Oh, oder Loot fallen lassen, geil. Ja, ich laufe jetzt mal weiter. Genau, hier sind wir rausgekommen und hier geht es dann für uns hoch. Ah, stimmt, wir hätten den Ding kaufen können, den Schlüssel, den haben wir noch nicht gekauft. Das heißt, wir werden uns kurz... Ja, wir werden uns den Schlüssel organisieren. Hier braucht man den Pilgerschlüssel. Ja. Haben wir nicht. Bring kurz zurück nach Himmelrast. Ich hoffe, der kostet weiterhin nur 18.000, weil die haben wir gerade flüssig. Hier bei diesem Dude. Kaufen. Radiance Judgment. Hier ist der Schlüssel. Perfekt. Our Immaculate Lady will bring redemption. Ach, da kriegen wir auch die Karte vom Glockenturm. Ja, falsch. So, zu unserem Setzling. So, und jetzt können wir hier die Tür aufmachen. Dieser Raum ist jetzt nicht wirklich special. Vielleicht, wenn man die Rüstung, die hier drin ist, braucht, okay, aber... Ja, hier. Sonst ist hier, glaube ich, nicht wirklich was Geiles in dem Raum. Die anderen Räume sind dann schon ein bisschen besser, finde ich. So, hier ist auch der erste Mal. Ziehen wir über die Brüstung und tschüss. Ja, manchmal funktioniert das echt geil und manchmal eher so semi. Ja, es sucht uns noch da unten, glaube ich. So.
Ich glaube, ich würde gehen. Hier hat es jetzt gar nicht funktioniert. So, damit haben wir das. Unten war noch Loot. Nehmen wir mit. Heilsteine. So, dann kicken wir hier den Shortcut frei. So, und dann geht's hier rüber. Weiß nicht, will ich schon rauf oder erstmal nicht? Achso, ich komme noch gar nicht hoch, glaube ich, ne? Doch, ich komme hier schon hoch. Kurz mal schauen, wo es hier hingeht. Hier geht es hier hoch. Ach ja, ich weiß wieder. Das heißt, wir schauen erstmal nach unten. Die Frage machen wir zuerst. Ich glaube, ich würde hier erst runter, ne? Ja. Wo geht's hier hin? Hier ist nur das, oder was? Ist noch wer? Ja, das ist halt so super nervig, ne? Dass du wirklich nicht mal eine Sekunde hier gefühlt dich einfach umschauen kannst. Ich glaube, das war's schon, ne? Ja, Samen würde ich jetzt hier nicht raushauen wollen. Oh, dann geht's wieder hoch. Und wir wechseln dann auch. So, hier. Ich habe es extra ein bisschen aufgehoben, damit ich mich hier nochmal ein bisschen umschaue, bevor wir hier hochklettern. So, hier ins Eck stellen. Dann kann man hier den Wurm relativ gefahrlos rausziehen. So. So, das. Dann geht's hier hoch. Ja. Hier hinten war, glaube ich, wer, oder? Da war hier hinten war nur die Leiter, okay. Ja, dann geht's hier hoch.
Stimmt. Hier war irgendwie noch was. Herunter oder? Nee. Ja, sicher ist sicher. Der kann so unangenehm werden. Gerade wenn der vor einem ist und sich dann immer entweder dich wegschiebt oder seinen Kopf auf dich drauf knallt. Hier war... Ach, hier ging es nur hoch, wenn man die Leiter runter gibt. Nein. Ich würde gerne hier oben nochmal schauen. Da nicht, sondern hier oben. War hier. Ja, genau. Hier war was. Oh, Ring. Was? Wusste ich nicht mehr, aber das, was war. Wir das hier rüber. Naja, natürlich. Hat er jetzt nicht das Gefühl, dass er rennt? Jetzt. Genau da rein wollen wir. Da drüben ist der erste Ding, die Überreste. Da oben. So, erst den Shortcut. Ja, erst den Shortcut. So, das. Kraft nehmen wir mit. Das. Ja. Schnell. Hat er Angst gehabt, geil. Ach, kein Mana mehr. So, wo ist der Dude? Steht der noch da? Oder ist der runter? Ja, der ist wahrscheinlich da runter. Aber egal, wir gehen erstmal hier rein und aktivieren die Reste. So, gleich resetten die Welt. Another Lambearer. Aye. So it goes. Should you end up, I'll tend for whatever it. Was haben wir? Hier kommen wir mit dem Pilgerschlüssel weiter, aber ich würde gerne
erstmal hier runter, also nicht hier, sondern hier runter. Weil da hinten müsste irgendwo Gerlinde dann sein. Das war unnötig. Ich dachte erst, das wäre eine züngelnde Sache. War hier? Hier ist die Leiter, stimmt. Hier war die Leiter. Jetzt heißt es wieder hier geile Sprung-Action. Nein. Ich habe schon beim Anlaufen gedacht, der läuft nicht richtig. Wir müssen runter, oder? Wie war das mal? Nein, wir müssen dahin irgendwie. Hier war eine Leiter, glaube ich. Ja, genau, hier war die Leiter. Ich dachte, nach oben geht's, aber nein, nein, wir müssen runter. Hier war der genau, hier ist der Shortcut und hier war die Leiter quasi ins halbe Nichts. Die nur funktioniert, wenn man in Umbral ist. Glaube ich, Loot irgendwo oder ein. Ging hier nicht irgendwo Loot noch runter? Oder war das auf einer anderen Ebene? Oder war das hier dann? Ach da, ich hab's gefunden. Wusste noch irgendwohin doch noch was. So, nach oben. Nochmal rauf, genau. Da schießt schon wer auf uns.
Und dann ging es, glaube ich, hier rüber, ne? War so eine Zitterbatterie. So, das schon mal treten. Dann ist hier der Shortcut frei. Hier ist die Leiter nach oben, aber wir machen erstmal hier. In der Zeit, wie wir jetzt hier noch in Umbral hängen, können wir hier auch das Rätsel versuchen zu lösen. Hier ist das Rätsel, also hier sind drei so Tentakel. Oh, Problem. Hier hoch auf dem Dach, genau. Und eine war da unten, glaube ich, noch irgendwo. Aber das riskiere ich jetzt nicht. Ich wechsle kurz nach Umbral und dann gehen wir noch mal runter. Ach, hier muss ich hoch. Okay. Wir müssen zwei Leitern hoch und dann können wir oben den Ding wieder verwenden. Nein, hä? Ach, hier war's. Hier. Ja, der Vorteil ist dadurch, dass wir jetzt hier schon ein bisschen Zeit da drüben verballert haben, haben wir natürlich schon zwei Wege freigemacht. Und den dritten holen wir uns jetzt und dann haben wir genug Zeit, um da durchzukommen. So, zack. Hier müssen wir durch. Hier ist sogar noch Loot. Hier müssen wir durch. Seht, ein Tentakel ist noch da. Und jetzt haben wir aber wieder frisch Zeit. Jetzt können wir hier ein bisschen die Zeit nutzen wieder von neuem quasi. Haben ein bisschen weniger Stress. Hoffentlich ein bisschen weniger Gegner, die spawnen oder nicht schnell, die nicht so schnell nachspawnen. Sondern am Anfang spawnen sie ja ein bisschen langsamer. Die werden dann erst später immer mehr oder mit der Zeit werden es immer schneller, immer mehr. So. Ich glaube, ist besser ausgedrückt. So, und wo ist das? Da. Der Sünde. Jetzt haben wir hier oben quasi das Tor so weit offen, dass wir nur noch einmal hier dran müssen. Dann können wir das aufmachen und einmal durch. Wir hören schon da unten. War hier nicht noch irgendwie ein Punkt, wo man... Ja, perfekt. Genau hier kommen wir zurück. Ich würde aber, glaube ich, zuerst kurz den Lift aktivieren, falls wir sterben. Ich glaube es nicht, aber ja, man weiß ja nie, was immer so passiert.
Ja, hier lang, genau. Dann können wir hier den Lift aktivieren. Weil dann kommen wir theoretisch immer wieder hoch zum Glockenturm. Okay, warte, fährt der nicht hoch? Oder kommt der nur von unten? Theoretisch müsste der doch hochfahren. Nee, der fährt nicht hoch. Ach, hier unten treffen wir Damaros. Ah, warte mal. Okay, dann habe ich da einen Fehler. Dann sind wir noch nicht an der Stelle, wo ich dachte, wir sind. Aber wir sind halt unten bei Gerlinde. Den Lift haben wir jetzt aktiviert. Das ist schon mal, ja, schon mal ein kleiner Step in die richtige Richtung, sage ich mal. Ach, hier ist der Lift. Ah, hier, mein Fehler. Hier ist der Lift. Den Lift aktivieren. Da kommen wir einmal hoch an den Glockenturm. Und dann können wir auch quasi vom Glockenturm zweimal mit dem Lift runter. Stimmt, unten war ja der komische Jäger, ne? Ja, perfekt. Jetzt sind wir hier oben wieder. Hier bei dem Dude. Jetzt heißt es aber für uns erstmal Gerlinde befreien. Das war hier, ja, perfekt. Und hier ging es zum... Ach, hier ging es zum Boss und hier war der Ding. Okay, passt, habe ich. Hoffentlich wieder alles am Schirm. Da hinten war noch ein Hund. Kümmern wir uns noch drum. Den Schlüssel haben wir ja schon. Wir haben ja den Dude hier platt gemacht. Hier ihn, er hatte den Schlüssel. Dann quatschen wir mal mit dir. Wir geben ihr natürlich den Schlüssel. Wenn wir das nächste Mal in den Himmel rasten, ist sie dann schon dort. Hier drin war, glaube ich, auch noch irgendwie Loot. Ne? Ja, genau, hinter ihr. Aber wir werden hier dafür den Pilgerschlüssel nutzen. Hier einmal aufmachen. Ich glaube, das waren, ne, es waren noch nicht alle. Ich glaube, jetzt haben wir die ganzen Würmer. Und das könnt ihr natürlich, die Tür habt ihr gesehen, da könnt ihr auch nur aufmachen, wenn ihr den Schlüssel vom Ding habt, vom Pilgersitz. Dann könnt ihr hier, ich glaube, da hinten waren Anhänger oder ein Ring. Da hinten. Genau, Klaue des Kriegers, das ist der Anhänger, den wir hier kriegen. Und ich glaube, der zahlt sich schon aus. Damit kann man auf jeden Fall auch was bauen, ein Bild. So, das. Dann wechseln wir kurz die andere Welt, machen das Ding auf und holen uns hier die Kiste. Missachtungsring. Und dann würde ich sagen, wir resetten einmal und
holen uns da unten noch aus der Kiste, den, aus ihrer Kiste quasi den Loot. Davon müssen wir, glaube ich, einmal resetten, damit wir, damit sie rauskommt oder rausgeht. Und dann ist sie auch in den Himmel rast. Auf falsche Seite. So. Überleg gerade, machen, nehmen wir den Ding an? Ich glaube, wir sollten dann auch noch den Ding machen, ne? Den Jäger oder wie, was das war. So, genau, sie ist jetzt weg. Aber der Dude ist halt wieder da. Der ist da unten irgendwo. Ja, hat nicht funktioniert. Ach, es waren nur kleine Delarium-Scherben. Delarium. So, das. Hier hinten war sogar noch Loot, den ich übersehen habe. Ich glaube, wir sind dann hier unten fertig, also hier unten bei Gerlinde fertig. Wir könnten zum Jäger schauen und den angehen. Der ist hier runter, ne? Der ist hier runtergekommen. Überleg gerade, was der macht. Der macht eigentlich nur seinen komischen Shit. Deinen Fernkampf-Shit, ne? Der war jetzt auch nicht so geil. Die Hunde waren ein bisschen nervig. So, hier ist nochmal Damaros. Das zweite Mal, dass wir sie treffen. So, Butchers and Mad Idea. Restoring fucking names Damaros. Genau, hier stellt sie sich auch das erste Mal vor. Jetzt könnten wir ja, Finger kaufen. Ja, die zwei Waffen, weiß ich nicht. Was haben wir? Dann machen wir das. Aha, funktioniert nicht. Ach, geh bitte, mach doch den Hund platt. Wo ist sie? Da. Könnt ihr mal brechen? Nee. Ja, das ist so super sad, dass wir die mit den Hunden nicht so ganz so geil getroffen haben. Aber ja. Ich glaube, sonst war hier nichts in der Höhle, ne? Hier ging es dann raus, ne? Ja, hier ging es raus. Und hier haben wir den nächsten Rest. Perfekt. Ein Level up riskieren. Ich würde gerne wissen, ob hier sich noch irgendwas tut. Irgendwie nicht mehr, ne?
Hier war die Sch... Nee. Hier ist das verlassene Moor. Stimmt. Apologies for the dower, but at least I'm going to be... Please, peruse my wares. Hopefully you'll see... Some might use the words, but... That's how... I'm just... You could even... Well... Kaufen. Was Hello bietet again, er so an? Ja, die üblichen Waffen, ein paar Tränke. Aber wir sollten... Na, da unten geht es dann weiter. Theoretisch geht es da unten für uns weiter. Und am Pilgersitz geht es noch weiter, ne? Wenn wir da unten durchspringen, kommen wir ins Moor. Das ist das nächste Gebiet. Ich glaube, ich würde erstmal hier am Glockenturm, da haben wir auf jeden Fall noch zwei Wege. Ich glaube, ich würde hier am Glockenturm erstmal fertig clearen. Und zwar der eine Weg ist hier durch die Tür und der andere Weg, oh. Und der andere Weg war war unten bei den Dingern vorbei, wo ich vorbeigelaufen bin, wo ich dann erstmal runter Richtung Gerlinde gelaufen bin. Okay, rest in peace. Wäre für uns aber auch noch bitter ausgegangen, fast. So, kurz resetten. So, und das heißt, wir gehen jetzt hier den anderen Weg. Der andere Weg wird jetzt erst offenbart, wenn wir hier die Lampe nutzen. Ihr seht, da ist noch ein Weg, den könnten wir nämlich noch frei machen. So, warte mal, die... So, hier hoch. Hier oben ist eine Motte, yeah. Ach, hier ist das Auge von Rosamunde. Ah, warte mal. Wir waren auch irgendwie... War hier Loot? Nee. Achso, es waren nur so Kerzen. Okay, okay. Hier ist eine Kiste. Perfekt. Hier ging es, glaube ich... Ach nein, hier war nur der... Hier war nur so ein Plateau. Dann heißt es hier hoch. Genau, hier hoch, das Portal, also das hier. Hier kann man dann quasi einen anderen oder noch einen Weg am Pilgerweg freischalten. So, hier den Loot noch mitnehmen. Ein paar Salze.
Genau, hier ist der Lift. Da können wir noch nichts machen. Ja, einzuklemmen. Mal die Mages hier ein bisschen ausdünnen. Ach, der ist schon hier runtergelaufen. Da ist er. Weitere Buch. So, ich glaube, dass hier war noch eine Erinnerung, genau. So, das ist da unten. Deep blue sky. The songs we used to sing. Dahinter ist auch noch was. Ja. Es ist halt so, ne? Du kannst halt nicht alles gleichzeitig nutzen. Ach, bitte. Oh, Ring der Fortdauer. Ach, ist die Plattform jetzt hier rüber gewandert? Wieder zurück, bitte. Langsam könnte ich den Dings, den Reset drücken. Schon mal ein bisschen Damage machen. Okay, er lässt sich sogar komplett aus dem Leben eaten. Sehr gut. Und dann sind wir hier an der Stelle sind wir jetzt. Ah, okay. Ach, ich habe vergessen, die Leiter runterzumachen, oder? Ist hier die Leiter? Ja, hier ist die Leiter, aber ich habe sie nicht runtergegeben. Oh, Problem. Okay, das heißt, weil dann würden wir hier quasi diesen Shortcut bekommen. Aber ich will erstmal resetten. Das ist mir jetzt sonst doch zu heiß. Ich habe vergessen, die Leiter oben auf der Plattform, wo wir gerade waren, runterzutreten. Deswegen sind wir jetzt hier nicht hochgekommen.
Heißt, wir müssen hier nochmal den Weg machen, aber ja. Sogar Loot. So, das heißt, nochmal den Weg machen. Ist ja zum Glück schnell gemacht, ist jetzt nicht ewig weit. War doch gerade noch was, ja. So. Hier hoch. Da ist die Leiter. Ja, da ist die Leiter, die habe ich vergessen zu treten. So. So, die zwei sind schon mal weg. Hier war noch einer. Diesmal vergesse es nicht. So, damit ist der Shortcut wenigstens nach unten jetzt frei, falls wir da wieder runterfallen oder runtergehen. War hier sonst nichts mehr? Irgendwas übersehe ich. Theoretisch sollten wir das haben. Softly across the sand. Hier. Deep blue sky. Genau, hier unten war das. Ging es hier drüben weiter? Oder war hier wirklich nur diese Plattform, wo man dann später den Lift von oben steuert? Obwohl wir jetzt hier schon zwei, dreimal waren, das ist eigentlich nur dieser Shortcut. Ich glaube, wir müssen durch die Glockentür durch. Ja. Weil hier... Nee. Das heißt, der nächste Weg ist dann eigentlich durch die Tür mit der Glocke durch. Und dann können wir, glaube ich, den anderen Teil freischalten. Ach, komme ich denn von der Seite überhaupt da hoch? Ich glaube nicht. Stimmt, ich komme ja hier nicht mehr hoch. Okay. Weil hier komme ich ja auch nicht darüber. Oh. Ja, obwohl wir jetzt hier schon zweimal waren, ist es trotzdem dann noch so, dass du dich verlaufen kannst. Oder verlaufen, ja.
Du läufst halt im Kreis, weil du halt denkst, Sachen sind schon freigeschaltet, die aber noch nicht freigeschaltet sind. Weil ich glaube, das alles schalten wir erst frei, wenn wir da oben kommen. Dann können wir die Leiter freischalten und dann können wir den anderen Stuff freischalten. Oh. Wer hat dich hier zur Strecke gebracht? Wahrscheinlich unser Freund da vorne. Das kann, oh mein. Ich dachte, der ist gestunt durch den Blitz. Ja, war halt nicht so, ne? Ja. Ich hoffe, der hat jetzt unsere Sachen nicht. Doch, hat er, logischerweise. Krieg 17. Glaube ich, werde das doch lieber nicht ganz so machen. Oh, er ist runtergefallen. Nice. Okay, das heißt, ja, ich sehe gerade, wir sind... Tja, machen wir jetzt hier? Ich glaube, ich würde das dann im nächsten Part einfach machen. Ich hoffe, ihr seid da jetzt nicht ganz so traurig. Aber wir machen dann im nächsten Part hier diesen Teil weiter. Ich weiß gar nicht mehr... Ach, da ging es dann, glaube ich, hoch zu den Heiligen Brüdern, ne? Dann hätten wir die zwei Wege, einmal unten am Moor und einmal hier oben dann zu den Heiligen Brüdern. Das heißt für mich, ich porte mich einfach mal... Ah ja, genau, wir können ja noch mit Gerlinde kurz plaudern. So. Die und Sparky sind ja jetzt hier. Gerlin, she hasn't what? Grow. Speaking of business, she's left it. Gerlinda, you would do what? You know, as long as... My name is... Silence! Annoying! Which he rebut. And now so, bring them to Gerlin. As I would not to... I will not... Even upon pain. Ja, wenn wir Runentafel bringen, werden wir die bringen. Blue again. Das ist neu? Keine Ahnung. Ach, die kann jetzt aufwerten. Perfekt. Das heißt, wir könnten jetzt dann auch unsere... das Ding aufwerten, ne? Wie gesagt, ich würde gerne das, mir so ein Bild mit dieser Armbrust bauen. Dafür bräuchte ich, was ich leider in zwei Durchläufen nicht gesehen, nicht gefunden habe. Ich weiß zwar jetzt, wo es ist, kann jetzt aber nicht mehr zurück, logischerweise, ins New Game Plus 1.
Ich bräuchte das Auge von Lynda, der ja verhungerten Hexe. Ich würde mich freuen, wenn wir das irgendwie vielleicht so bekommen, wenn jemand das Auge zweimal hat und das nicht bräuchte einmal, würde ich mich freuen, wenn wir uns dann mal kurz connecten und ja, mir das Auge geben. Ja, einfach ja, über die Community. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich würde gerne mal den Aufruf starten. Das ist das letzte Item, was mir so fehlt für den Bildumbau, den ich gerne mal versuchen würde. Klar, man könnte das natürlich auch ohne diesen Umbrallauge von Lynda machen. Das ist aber natürlich ein super Quality of Life Change. Und irgendwie schade, dass ich das Auge zweimal übersehen habe. Das liegt vor der Boss-Arena vom entzweiten Monarchen. Würde mich freuen, wenn ich das vielleicht so bekommen würde über die Community. Ich versuche es einfach in den nächsten Videos, weil ich dann dazu komme, hier und da mal aufzurufen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeiten. Ansonsten danke ich euch erstmal fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Teil wieder, im nächsten Part. Bis dann, Servus!